Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist wirklich passiert. Es ist passiert, das, worauf ich jahrelang gewartet habe, ist nun passiert. Die Fortsetzung zu den beiden Zombie-Filmen 28 Days Later und 28 Weeks Later, und zwar 28 Years Later, ist offiziell angekündigt und bestätigt. Und alles, was ihr Stand jetzt dazu wissen müsst, beziehungsweise was es Interessantes dazu zu sagen gibt, das gibt es im jetzigen Video und auch wahrscheinlich noch ein bisschen Fan Nerd-Talk von meiner Seite aus. Und deswegen labere ich jetzt nicht länger rum und heiße euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Vorab, dieses Video ist nicht das, was eigentlich hätte letztes Wochenende hochgeladen werden sollen, was aber wegen Internet nicht ging. Nein, das Video ist hier relativ spontan aufgenommen, weil ich gerade hierüber informiert wurde, beziehungsweise es gerade wirklich offiziell mitbekommen habe. 28 Years Later. Ja, die Fortsetzung zu Days Later und Weeks Later kommt jetzt wirklich endlich raus. Ich bin ehrlich, ich kann es noch nicht so ganz glauben und bin auch ein bisschen angespannt und freue mich unfassbar darüber. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist überhaupt das? Ich nenne es mal 28 Franchise. Es ist eine Zombie-Film. Naja, bald Trilogie, stand jetzt Duologie. Nennt man das so? Auf jeden Fall, es gibt zwei Filme, stand jetzt 28 Days Later und 28 Weeks Later. Wie die Namen der Filme tatsächlich verraten, geht es genau um das in diesem Film. Und zwar, es bricht eine Zombie-Apokalypse aus. Das sogenannte Rage-Virus wird tatsächlich einen Affen übertragen und der greift dann die Leute an und die greifen sich dann gegenseitig an und dann fängt quasi 28 Days Later an mit, naja, dem Filmtitel 28 Days Later. Und was soll ich sagen? Ich liebe diesen Film. Dieser Film war quasi mitunter mein Einstieg in das, naja, ich nenne es mal Zombie-Genre, also so richtig. 28 Days Later ist 2002 erschienen. Ich habe ihn natürlich nicht 2002 gesehen, denn da war ich 5 Jahre alt. Ich habe ihn auf jeden Fall ein paar Jahre später gesehen mit einem Kumpel, dessen Bruder die geilsten Horrorfilme ever hatte. Es waren so Filme, die kannte keiner, waren so richtig so Under the Radar. Es war cool, es war einfach geil. Und dann haben wir diesen Film geguckt und dieser Film ist einfach genial. Man sieht ihm natürlich sein Alter an. Es ist nicht die high-qualitativste Kamera und es ist auch nicht das krasseste Set und alles mögliche. Der Film wirkt tatsächlich, immer noch meiner Meinung, ich weiß gar nicht, wie es wirklich ist, aber meiner Meinung nach wirkt dieser Film komplett low-budget oder so fan-made, was nichts Schlimmes ist, weil der Film trotzdem geil ist. Ich weiß gar nicht, wie es genau da tatsächlich ist. Es wirkt auf jeden Fall teilweise so. Und das Ding mit diesem Film ist, ich denke, erst in der späteren Zeit seines Lebens, nenne ich es mal, hat er auch an Aufmerksamkeit bzw. Fandom gefunden. Denn anfangs, könnte ich mir vorstellen, war das eher ein negativ aufgegriffener Film, weil es auch mal, ich nenne es mal, ein bisschen was anderes war. Vielleicht nicht unbedingt für die Zeit, aber allgemein was anderes. Denn diese Zombies sind halt nicht die klassischen Zombies. Man muss das Zombie-Lager in mehrere Kategorien unterscheiden. Es gibt die Leute, die sagen, ich möchte einen Zombie, der langsam ist und Gehirne fressen will. So dieser klassische Zombie halt. Dann gibt es die Leute wie ich, die sagen, okay, so Zombies wie in The Walking Dead, die vergammeln, die einfach nur irgendwas fressen wollen. Geil, einfach geil. Dann gibt es Leute, wie auch ich, der einfach nur Zombies geil findet. Aber hauptsächlich Zombies, die halt dann wirklich rushen. Ob es jetzt in Days Gone Videospiel ist, ob es in halt The Last of Us mit den Klickern ist oder allgemein den Zombies da, die sind ja auch relativ, naja, fix. Oder halt 28 Days Later. Weil diese Zombies, die sind wirklich sehr, sehr sauer. Und man kann es auch hier einfach mal so sagen, es sind keine wirklichen Zombies. Es sind schon Zombies, aber nicht wirkliche Zombies. Es ist, wie gesagt, das Rage-Virus wird über Speichel, Blut, Körperflüssigkeiten übertragen. Gibt es eine Szene, kriege ich jetzt mal Gänsehaut, die ist einfach geil. Ein Rabe knabbert an der Leiche, ein Bluttropfen fällt runter und landet dem Typen ins Auge, also im Auge, und der verwandelt sich halt dann. Es ist ähnlich aufgebaut wie bei, ich würde es mal sagen, naja, The Last of Us. Es ist quasi ein Virus, der die Leute einfach nur in Berserker verwandelt. Es sind keine wirklichen Zombies. Zombies, sie sind nicht wirklich tot. Es sind auf jeden Fall einfach nur sehr, sehr wütende, ragende Bestien, die alles zerfleischen wollen. Und dementsprechend ist dieser Film auch Kamera. Führungstechnisch, genauso wie Teil 2, einfach krass, weil es unfassbar hektisch ist. Also für Leute, die schnelle Szenen nicht leiden können, dieser Film ist nichts für euch, aber ich feiere es. Ich feiere diese Hektik, diese... Du siehst ganz selten wirklich ein klares Bild in der Verfolgungsjagd, was andere für ultra störend halt, so verwackelte Kameraszenen. Aber hier passt es. Hier passt es unfassbar gut, muss ich sagen. Und ja, dann kam 2007 der zweite Teil, 28 Weeks Later. Ja, auch hier der Name Programm, 28 Wochen später. Der Film ist ein bisschen anders aufgebaut als der erste. Der erste beschäftigt sich halt wirklich nur hauptsächlich mit dem Ausbruch, mit dem Höhepunkt des Virus, während sich halt 28 Weeks Later schon mehr damit befasst, okay, die Bevölkerung wird wieder ein bisschen aufgebaut, die Zombies werden zurückgetrieben, werden getötet und. Man muss dazu sagen, das Setting davon ist hauptsächlich
England bzw. London, aber ich glaube England im Allgemeinen. Und Stand jetzt, dieser Zeitära, ist dieser Virus auch noch nicht ausgebrochen. Noch nicht. Ja, und wie gesagt, in 28 Weeks Later, ich muss sagen, fand ich den Film nicht so ganz so geil wie Teil 1. Hier und da auch gut, keine Frage, aber nicht so hundertprozentig meins. Naja, nichtsdestotrotz, geiler Film. Einfach unfassbar gut. Wie gesagt, spielt er dann 28 Wochen später. Gleiches Setting, gleicher Virus, gleiche Story, alles gleich, gleiche Fortsetzung. Einfach gut gemacht. Kam, würde ich sagen, teilweise schlechter an, weil es halt wirklich, ja, ich persönlich, wie gesagt, finde es ein bisschen schlechter umgesetzt war. Aber nichtsdestotrotz, ein geiler Film. Und Teil 2, so wie Teil 1, kann ich mir immer wieder angucken. Einfach genial, weil es halt auch so sehr, sehr, sehr extrem blutig und brutal ist. Wie gesagt, der Virus heißt Rage-Virus. Das sollte schon einiges erklären. So, und jetzt ist es wie gesagt bestätigt, 28 Years Later kommt wirklich raus. Die Frage ist, wo sind die Monate? Warum haben sie nicht mit 28 Months Later weitergemacht? Ich frag's einfach so in die Runde. Es wird wahrscheinlich irgendwelche Bedeutung haben, aber hey, naja, scheiß mir einfach mal drauf. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich auf 28 Months Later so lange gewartet. Und ich dachte wirklich, er kommt. Und es gab viele gefakte Bilder im Internet. Und ich als kleiner Bub stand dann so und dachte mir so, vielleicht kommt er ja doch noch. Naja, wir haben 2024. Nächstes Jahr kommt 28 Years Later. Und ich freue mich genauso wie ein kleiner Bub. Ja, genau. Denn geplant ist es für Sommer 2025. Genauer gesagt steht jetzt mal der 20. Juni 25 fest. Ob es wirklich der Fall ist, dass es genau an diesem Tag kommt, sei mal dahingestellt, es sind bis jetzt nur, nicht wirklich Leaks, aber einfach nur Bestätigungen, ja, der Film kommt, es gibt noch keinen Trailer, es gibt sonst noch nichts dazu zu sehen. Ein paar Sachen gibt es, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Wenn ein Trailer kommt, wird direkt ein Video kommen, weil ich werde es abfeiern, bis zum geht nicht mehr. Denn das, was bestätigt ist, ist schon mal ein Teil der Besetzung. Und zwar starten wir dann mit dem guten Aaron Taylor Johnson. Ja, man sollte ihn kennen. Ob es der gute Quicksilver aus, nee, nicht X-Men ist, sondern Avengers, also der komische Quicksilver, der tote Quicksilver, egal. Ob es Kick-Ass himself ist, ob es in dem Film Bullet Train ist, welche Filme auch immer, man kennt diesen Schauspieler mittlerweile mehr als vielleicht damals. Hammer Schauspieler, ich feiere den Kerl. Bald auch als Kraven the Hunter zu sehen, wurde tatsächlich ja verschoben, der Film, anderes Thema. Ob der gut wird oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber auch da ist er vorhanden. Ein weiteres Mitglied des Cast ist Jodie Comer. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Ich kenne sie tatsächlich auch nicht. Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben, in denen sie mitgespielt hat. Ich würde potenziell sagen, mehr in der Serienrichtung als in den bekannten Filmen. Sie war bei Free Guy dabei. Durchschnittlich guter Film, sag ich mal so. Sie war in der Serie Killing Eve und The White Princess mit dabei. Hauptrolle, Nebenrolle, was weiß ich. Ich kenne sie nicht, sagt mir nichts. Weder bei Free Guy habe ich sie wirklich, naja, wahrgenommen. Aber hey, soll erstmal an der Stelle nichts bedeuten. Und was kommt dann noch? Ralph Fiennes. Finesse. Fucking Lord Voldemort himself. Was soll ich sagen? Das wird großartig. Naja, nicht nur als Voldemort aus Harry Potter, sondern auch aus The Menu, Schindlers Liste, Kingsman The Beginning und The Grand Budapest Hotel. Auch teilweise in James Bond als M. Als neue M? Was? M? Egal. Ein unfassbar guter Schauspieler. Ihr werdet ihn wahrscheinlich alle kennen. Ich freue mich nur, weil dieser Typ einfach für mich, nicht mal durch Voldemort persönlich, sondern einfach, ja, der Typ strahlt eine, ich nenne es mal, dunkle schauspielerische Aura aus. Also der Typ passt in so ein Genre von Film rein irgendwie. Und ich denke, gerade in einem Zombie-Film wie 28 Years Later wird dieser Typ unfassbar gut reinpassen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mir vorstelle, ob es der auch dann, naja, ein Bösewicht spielt oder wirklich einer von den Guten. Das kann ich mir noch nicht so genau vorstellen, aber hey, dieser Cast kann ja schon mal sehr viel sagen. Wie gesagt, gerade Aaron Taylor Johnson und Ralph Fiennes ist einfach schon für mich, okay, das muss gut werden. Der nächste Punkt, warum dieser Film quasi nur gut werden kann, ist der gute Tommy Shelby. Ne, Moment mal. Das ist dem seine Rolle. Natürlich ist es Cillian Murphy. Ja, was soll ich sagen? Im ersten Teil ist Cillian Murphy als, ich würde es mal bis dahin behaupten, fast schon unbekannter Schauspieler vorhanden. Ich habe diesen Film gesehen. Ich kannte den Schauspieler, hauptsächlich aus Dark Knight als Scarecrow. Ich kannte den. Ich habe ihn nicht erkannt. Erst so im späteren Leben meiner selbst habe ich dann realisiert, hey, Moment mal, das ist ja Cillian Murphy. Ich werde hier wahrscheinlich das Bild eingeblendet haben. Er sieht nicht aus wie er. Er sieht ganz komisch aus. Auch seine Rolle, muss ich sagen, in 28 Days Later ist... passt eigentlich gar nicht mehr mittlerweile zu ihm, so mit dem Image von halt einem Scarecrow, von halt einem fucking Tommy Shelby oder einem Oppenheimer. Ihr kennt ihn. Das passt, also er war in 28 Days Later halt eher so ein Weichei-Lappen, würde ich es mal betiteln. Gute Rolle trotzdem gespielt, keine Frage. Und ja, dieser nette Herr, dieser liebe Cillian Murphy ist tatsächlich als Produzent mit dabei. Was sehr viel Gutes zeigen könnte, da er ja nun mal in dem ersten Teil vorhanden war. Und ich gehe auch davon aus, dass wir ihn auch in 28 Years Later, in seiner Rolle aus 28 Days Later, ich habe seinen Namen vergessen, wie er da hieß, sehen werden.
Und das zu verknüpfen wird interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Ende war. Aber hey, es sind jetzt 28 Jahre später. Es sind nicht offiziell im echten Leben 28 Jahre, aber hey, Cillian Murphy ist älter geworden, er sieht definitiv anders aus. Und wie sie es bei Oppenheimer auch schon geschafft haben, ihn, sag ich mal, etwas ernster zu zeigen, könnte ich mir hier auch vorstellen, ihn hier so wiederzusehen. Ich bin ganz ehrlich, 28 Days Later ist, glaube ich, wirklich so ein Hit-or-Miss-Ding. Entweder du magst es oder du hasst es. Es gibt nicht so ein Ding, wo man sagt, ach ja, das ist ein Film, den kann man sich mal angucken, danach stelle ich ihn wieder ins Regal. Den Film muss man mit, ja, ich sag mal, mit Beeindruckung gucken. Ich kenne super viele Leute, die den Film gesehen haben und gesagt haben, der ist scheiße. Zombie-Fans, die gesagt haben, der ist scheiße. Und es gibt halt einfach viele Leute, die sagen, jo, einfach genial gemacht. Ich, wie gesagt, finde es sehr, sehr geil. Gerade, wie gesagt, weil es diesen, ich nenne es einfach mal Handmade, Selfmade-Style hat, als wäre es ein Low-Budget-Ding. Es sieht einfach geil aus. Die Zombies sehen geil aus. Diese Schocker-Momente sind hier in dem Film schon wirklich Jumpscare-mäßig, weil es einfach oftmals laute, spontane, schnelle Einspieler sind, die, mit denen man nicht rechnet. Es ist einfach unfassbar cool. Es ist ein stumpfer Film. Er hat keine Tiefe, er hat keine tiefe Story schon, teilweise hier und da mit Familien, Kindern, bla bla bla. Aber er ist halt wirklich einfach nur ein fucking Splatter. Es geht hier wirklich nur ums reine Zombie-Mäuler-Abgeschlachte. Und ich lieb's einfach. Und normalerweise sagt man ja, in der Trilogie gibt es immer den kleinen, schwächeren Bruder. Und ich bin mir jetzt schon fast sicher, ohne irgendwas von 28 Years Later zu sehen, dass 28 Weeks Later hier halt den kürzeren zieht, weil das Original einfach am geilsten ist oder der erste Teil am geilsten. Und ich glaube, durch diese lange Wartezeit, durch diesen vielen Input von Fans, der über die Jahre gegeben wurde, denke ich, wird das einfach ein verdammt guter Film werden. Ich hoffe es zumindest. Wenn der Film rauskommt, wird es hier definitiv ein Review dazu geben. Ich werde mir den Film, wenn es möglich ist, vielleicht auch sogar im Kino angucken, weil das will ich dann doch mitnehmen, dieses Erlebnis, was ich halt damals als 5-Jähriger beziehungsweise später halt als 10-Jähriger nicht erleben konnte im Kino, das würde ich gerne hier mitnehmen. Und ich kann euch raten, wenn ihr diese Filmreihe noch nicht gesehen habt und ihr mögt Zombie-Filme, wenn euch sowas interessiert und ihr diese Filme nicht gesehen habt, gibt ihnen eine Chance. Also 28 Weeks Later weiß ich, ist auf Disney+, 28 Days Later weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich würde tatsächlich aber sogar sagen, holt sie euch, wenn sie euch gefallen, das ist erstmal das, wenn sie euch gefallen, holt sie euch auch auf DVD. Allein diese Cover oder Blu-ray von mir aus, dieses Cover. Es ist ja als Thumbnail, ich habe es gewiss eingeblendet, alles mögliche. Ihr seht es, es sieht schon einfach ein unfassbar brutal geil aus. Wirklich, wortwörtlich brutal. Und dasselbe wird mit 28 Years Later auch passieren. Ich werde mir auch dann diese Trilogie auf DVD zulegen, um meine DVD-Sammlung, die verhältnismäßig klein ist, weil ich nicht so der DVD-Mensch war, aber das in so Sachen, die ich in meine DVD-Sammlung packen muss, wird dazukommen. Ich kann nur so viel sagen, die ersten zwei Teile empfehle ich euch hiermit offiziell, wenn ihr auf Zombie-Filme steht, wenn ihr ein bisschen mehr Pacing, also wirklich schnelle Cuts, schnelle Szenen wechseln, schnelle Kameraführung. Wenn ihr das mögt, gönnt euch den Film, auch wenn ihr keine Zombies mögt. Wenn ihr dieses schnelle Pacing feiert, ist es ein wirklich guter Film. Es sind gute Filme für ihr Alter, trotzdem gut gealtert, sag ich mal. Und hey, mit 28 Years Later wird wahrscheinlich dann dasselbe Prozedere, nur halt in wirklich High Quality kommen, weil das ist ein Projekt, ich glaube, da wollen auch die Produzenten, ob es jetzt Cillian Murphy selbst ist oder zumindest halt die Leute, die wirklich sagen, hey, wir drehen diesen Film, ich weiß gar nicht, von wem er gedreht wird, wahrscheinlich denselben Leuten wie die ersten zwei Teile, hoffe ich. Dann wird der Film dieses brutale Potenzial, dieses optische Splatter-Zombie-Gemetzel in geiler Qualität, in noch schönerer Kameraführung, und das kann ich mir einfach nur gut vorstellen. Ihr merkt vielleicht, wie ich hier gerade im Schwärmen bin, und es gibt ja leider jetzt noch nicht so viel dazu zu sagen. Sprich, dieses Video ist hiermit jetzt dem Ende geneigt. Wenn ein Trailer kommt oder wenn die Teaser-Trailer kommen, wird ein Video kommen, egal wie spontan, und es wird auf jeden Fall was kommen. Und jetzt seid ihr direkt wieder gefragt. Wenn ihr diese Filmreihe kennt, schreibt mir, Stand jetzt für Teil 1, 2, eure Meinung in die Kommentare. Feiert ihr die Filme oder sagt ihr eher so, hey, ist nicht so meins. Und vor allem, freut ihr euch auf 28 Years Later? Wie gesagt, ich freue mich bombastisch. Und wenn wir schon im Zombie-Thema sind und ihr euch vielleicht für diese genau interessiert und vielleicht auch für The Walking Dead, dann checkt doch gerne mein Top-The Walking Dead-Momente-Video aus und schaut euch auf dem Kanal um. Wenn ihr bleibt, würde ich mich sehr freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.